willkommen zu den News der Woche. Nun gibt es neue Infos zu der dritten Staffel der Certai Magical Index Reihe. Zudem heißt es nun, dass die dritte Staffel im Oktober 2018 nun an den Start gehen soll. Dazu wurde ebenso nochmal ein neues Visual veröffentlicht. Die zwei Staffeln sowie auch der Film wurde ebenso noch nicht in Deutschland veröffentlicht. Weitere Details zu der dritten Staffel sind zudem leider nicht bekannt. Vor Wochen gab der Publisher KZ Deutschland bekannt, dass am 28. August 2018 eine Überraschung in den Anime Night 2018 anlaufen wird. Zudem war es noch nicht bekannt, doch jetzt ist es nun anders, dennoch nicht von KZ offiziell bestätigt worden ist. Zudem zeigt KZ Deutschland an den 28. August 2018 in den Anime Nights der erste Teil der Agent Trilogie Impulse. Der erste Teil dieses Filmes soll insgesamt fast 2 Stunden gehen. Die 2 Staffeln der Anime-Serie kann man hierzulande mit deutscher Synchronisation auf Netflix anschauen. Zum kommenden Baki-Anime wurde nun ein neuer Trailer und ein neues Visual zum Anime veröffentlicht. Hingegen wurde auch nun der Start zum Anime eben bekannt gegeben. Das heißt nun, dass die Anime-Serie am 25. Juli 2018 auf der japanischen Netflix-Seite veröffentlicht wird. Am 1. Juli 2018 wird die Anime-Serie im japanischen TV veröffentlicht. Im Herbst 2018 soll hingegen die Anime-Serie weltweit bei uns auf Netflix natürlich zu sehen sein. Den neuen Trailer verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Zum kommenden Damachi-Film Era of the Orient gibt es nun endlich ein neues Visual. Hingegen wurde auch ein neuer Trailer zum Anime-Film veröffentlicht, den ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Hingegen heißt es nun auch, dass der Anime-Film im Jahre 2019 in den japanischen Kinos an den Start gehen soll. Weitere Infos über die 2. Staffel ist zudem leider noch nicht bekannt. Nachdem der Publisher KZ Deutschland nun bestätigt hat, dass sie die Anime-Serie Mirai Nikki lizenziert haben, so gaben die noch bekannt, dass die Anime-Serie bzw. das erste Volume der Anime-Serie nun an den 28. September 2018 bei uns auf Blu-ray und DVD erscheinen wird. In der vergangenen Woche berichtete ich ja darüber, dass in der Young Jump eine große Ankündigung zum Tokyo Re-Anime bzw. Manga nun geben sollte. Zudem wurde jetzt offiziell bestätigt, dass der Tokyo Re-Anime eine 2. Staffel bekommen soll. Seit vergangenen Wochen ist schon ein Gerücht offen, dass die Anime-Serie nämlich 12 weitere Folgen bekommen soll und dies im Oktober. Leider ist aber noch nicht bekannt, wann die 2. Staffel des Tokyo Re-Animes an den Start gehen soll. Zudem gab es noch einen Knaller von KZ Deutschland bzw. auch von Anime On Demand, denn am vergangenen Freitagabend veröffentlichte Anime On Demand die ersten 6 Folgen von Tokyo Re mit deutscher Vertonung. Die ersten 6 Folgen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Zudem ist es nur noch bekannt, dass die 3. Staffel der Anime-Serie Free Dive to the Future nun am 11. Juli 2018 in Japan ausgestrahlt wird. Zudem soll bekannt sein, dass bevor die 3. Staffel an den Start gehen soll, dass am 23. Juni 2018 die Episode 0 ebenso in Japan noch veröffentlicht wird. Der Start der kommenden Anime-Serie Angels of Dead ist nun bekannt und soll am 6. Juli 2018 in den japanischen TV starten. Die Anime-Serie wird produziert von JC Staff. Hingegen wurden ebenso auch nochmal Charakterdetails veröffentlicht. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Am vergangenen Freitagabend wurde nämlich auf Twitter der Free-TV-Sender ProSiebenMax nochmal gefragt, wann nämlich eine Ankündigung zum 9. Folgen der Detective Conan-Serie geben wird. Zudem antwortete ProSiebenMax diesmal bald, bald. Heißt, es ist gut möglich, dass es wirklich so sein soll, dass es in Deutschland neue Folgen von Detective Conan geben soll. Wann genau dies natürlich sein wird, ist zurzeit noch sehr, sehr unbekannt, aber das wird nun eine Frage der Zeit sein. Natürlich werde ich euch auch auf den Laufenden halten. Der Publisher KSM Anime gab es nun endlich bekannt, dass das erste Volume der Hunter x Hunter Serie an den 23. August 2018 nun erscheinen wird. Zudem ist das erste Volume ebenso auch schon vorbestellbar. Im ersten Volume sind die ersten 13 Folgen nun erhältlich und zudem gibt es auch noch Extras. Zudem wurde ebenso auch ein Synchro-Clip veröffentlicht und somit heißt es auch, dass Luisa Visurek die neue Stimme für den Protagonisten Gon ist. Sie ist bekannt aus so Serien wie Toradora, dort spricht die Protagonistin Tiger. Weitere neue Synchronsprecher sind zurzeit noch unbekannt. Kommen wir mal zu den Highlight der News. Zudem wurde jetzt auf der E3 2018 nun bekannt gegeben, dass es nun ein Spiel im Jahre 2019 geben wird mit dem Namen Jump Force. In diesem Spiel konnten wir Charakter sehen aus den Manga-Serien Naruto, One Piece und Dragon Ball Z. Hingegen konnte man am Ende ebenso nochmal Light und Ryuk sehen aus Death Note. Zudem ist auch bekannt, dass es noch weitere spielbare Charakter geben wird. Zum einen wurde auch noch vor kurzem bestätigt, dass es Sasuke Uchiha noch geben wird, hingegen auch Lorena Zoro. Weitere sind zurzeit noch nicht bekannt. Bekannt ist dennoch auch, dass da
das Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und für den PC erscheinen wird. Ja Leute, das waren die News der Woche und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren echt tolle News mal wieder und irgendwie sage ich das eigentlich immer, aber ich sage auch immer die Wahrheit, also warum dann nicht? Und diesmal hatten wir echt eine Knalle, also nachdem, ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei der E3, nachdem eigentlich erstmal Kingdom Hearts da war ich schon erstmal richtig kaputt und danach noch mit Jump Force, das hat echt alles kaputt gemacht, bei mir komplett, also muss ich ganz ehrlich sagen, also mit der Grafik von Jump Force, das war unfassbar, also ich muss sagen, also mit dem Gameplay, was man jetzt noch gesehen hat, von Bandai Namco, ist es eigentlich gar nicht mal schlecht. Ne? Ich meine, die Macher von Burning Blood, ich glaube, das war, die haben da mitgemacht, und von Jaysa's Victory, glaube ich, muss ich ganz klar sagen, das ist wirklich was Tolles, also da kriegen die es immerhin, nur die Story ist einfach immer beschissen bei den meisten, und da muss man gucken, dass die das echt mal so hinbiegen mit der Story, weil wenn die Story kacke ist, dann ist der, ja, dann ist mir so viel Geld einfach für dieses Spiel auch nicht wert, nachdem es so schön aussieht. Das ist einfach so. Aber echt nice Idee, vor allem, dass da, ich meine, Light und Ryuk dabei ist, weil, Leute, ich frag mich echt, wie die überhaupt da kämpfen wollen. Also mal ganz ehrlich, kann witzig werden. Ich meine, Jaysa's Victory war ja auch Kuroko vom Kuroko no Basket dabei. Der hat mit seinem Basketball irgendwie gekämpft und Shitoge war ja auch dabei. Und ich hoffe auf alle Fälle, Shitoge aus Nisekoi ist auch noch mit dabei. Und oh Gott, da gibt's so viele Charakter wie Asta, wie Midoriya. Also wie gesagt, Sasuke und Zoro wurden bestätigt. Also kann was werden, das ist auf alle Fälle was. Und ich freue mich jedenfalls. Und ich hoffe natürlich, euch hat doch diese News gefallen. Und wenn ja, dann zeigt doch dies bitte mit einem Daumen nach oben. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit du auch keine News mehr verpasst. Ich zu meinem Teil sage auf alle Fälle, habt noch einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.